Deckung, Männer! Jetzt kommen wir langsam voran. Information bleiben. Ich wollte gerade sagen, die Turmwachen möglichst viele, viel von der Ork-Gruppe mitnehmen. Der Feind ist nicht fern. Rückzug. Ja, da kommt es auch wieder ein Turm hoch. Feuer frei. Aber den Turm können wir ja wegkriegen, das ist ja kein Problem. Okay. Ork-Gruppe weg. Turm mit weg. Ich wollte gerade sagen, das können auch gleich die Waldläufer noch mitmachen. Ist weg. Ork-Bogenschützen sind weg. Türme werden wir mal hier so perspektivisch noch mit rausnehmen. Ganz nebenbei nächste Ork-Grube. Ja, hier muss man gleich noch einen Turm wieder mal aus dem Spiel nehmen. Jetzt die Mitte. So, der Waldläufertrupp, den Turm bitte. Haltet hier Wache. Sie sind hier. Ach, das ist Faramir da hinten gewesen, der geschossen hat. Okay, die Zitadelle ist weg. Feuer frei! Bleibt wachsam! Die Masse der Orks haben wir. Wir müssen sie zurückhalten! Ich weiß, und Türme werden jetzt nicht weitergebaut, weil die Zitadelle fehlt. Das ist jetzt genau das Gute. Aber wir müssen die Türme jetzt extra erstmal raushauen. Heilung haben wir jetzt nicht. Wir können noch ein paar Elben mit hinstellen. Die uns das Ganze hier mal noch erleichtern. Ich würde sagen, ja genau, holt euch den Turm. Ihr sollt aber bitte mal nicht irgendwo wegrennen. Ja, von der Turmwache ist ja nicht viel übrig geblieben, sehe ich gerade. Ja gut, muss man jetzt mit leben. Wir können aber in der Zeit mal noch, bevor wir jetzt hier alles zerstört haben. Der Feind ist unter uns, Männer. Weiter so weit, Leute. Was ist hier los? Ach, da wird noch geschossen. Nein! Da hat tatsächlich dieser Schmelzofen noch geschossen. Haltet nach dem Feindausschau. Seid bereit, Elben. Und wir haben jetzt natürlich einen Haufen Truppen verloren. Aber wir haben's. Wir haben sie niedergeworfen. Dieser Sieg wird unvergessen bleiben. Der wird jetzt wirklich unvergessen bleiben. Ich muss jetzt mal unbedingt schauen, wie lange wir jetzt an dieser Mission hier gerade gesessen haben. Eine Stunde? Anderthalb? Ich weiß es gerade echt nicht. Aufgestiegene Einheiten 46, damit weiß jeder Bescheid, oder? Das ist irre. Kampfstatistik, Zeitbonus. Was, wir kriegen ja sogar noch einen Zeitbonus. Ich glaube eher nicht. Steht nicht da, tatsächlich. Bonusziele haben wir. Faramir ist aufgestiegen, sein Level. Alles gut. Wir haben es erstmal. Aber plus 3 Spezialfähigkeit. Das war es ein Stück weit wert. Aber es steht nicht genau da. Guck mal, die ganze Armee hier. Alles am Scheideweg. Ein Bogenschützenbataillon ist noch aus der ersten Mission da und Faramir. Unglaublich. Turmwachen haben wir jetzt keine weiter draußen gehabt. Ist okay. Der Scheideweg ist verteidigt. Die Länder Mittelerdes müssen gerettet werden. Die müssen gerettet werden. Gandalf, Pippin und, ja gut, und Boromir, warum auch immer, sind in Minas Tirith angekommen. Frodo und Sam sind in Angmar angekommen. Jetzt müssen wir das Ganze erstmal speichern. Ich bin gerade sehr froh, dass wir das geschafft haben. Also die Mission war schwer. Das muss man sagen. Die Mission war von Anfang an schwer. Aber jetzt wird die Armee Rohans nochmal kräftig was machen. Und wir waren doch aber, ach nein, wir waren am Saum Fangorns, wir waren in Isengard, aber wir waren nicht direkt in Fangorn drinne. Und die Armee Rohans wird jetzt mal noch, und ich denke weitaus schneller als gerade Gondor, den Fangornwald von Feinden befreien. Fangorn, der älteste Wald Mittelerdes, ist die Heimat der Ents, mächtiger Baumhirten. Vielleicht haben wir ja auch jetzt Ents verfügbar. Denke ich mir gerade. Aber müssen wir sehen. Besiegt alle Truppen Isengards. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Lagern wir hier.
Wir haben einen kleinen Vorposten. Lasst uns Orks jagen. Mit Gehöft. Das ist jetzt natürlich nicht das Wahre, ne? Ja, müssen wir sehen. Wo ist der Feind? Wo soll er denn sein? Wir schicken mal ein bisschen was hin und her. Nimm Kontakt zu den Ents auf, wirf mit deinen Ents Felsen. Ja, wo haben sie es denn besetzt? Ich sehe nichts. Da unten. Haltet die Augen auf. Ja, dann macht euch mal los. Wir können die Stallungen jetzt nutzen. Seid tapfer. So, jetzt müssen wir mal gucken. Bogenschützen bleiben natürlich da. Reiter der Mark. Ah, hier ist noch ein Kommandoposten. Okay. Macht euch kampfbereit. Oh, da kommt ja was. Dies ist unsere Stunde. Da kommt tatsächlich was. Oh, hier sind noch mehr Rohirrim von uns. Oh, Lanzenträger. Oh, Lanzenträger. Nicht gut. Der Feind ist unter uns, Männer. Würdet ihr bitte mal schießen? Danke. Holt eure Waffen. Lasst keine Namen leben. Au. Das tut natürlich allen Rohirrim weh. Seid tapfer, Freisassen. Bleibt zusammen, Männer. Das tat natürlich mächtig weh. Aber das sind doch alles nur Sägewerke. Sie haben uns schon so lange verspottet. Ich hab's noch nicht ganz verstanden. Rohirrim. Aber nehmt euch mal den Vorposten gleich mit, da können wir gleich mal uns ein bisschen festsetzen. Haltet die Augen offen. So, Heilung haben wir noch nicht verfügbar, also wir haben jetzt gerade eine ziemlich angehittete Armee und wir haben Gegner. Varge. Wer ist denn das hier? Eowyn? Aber bitte aufs Pferd, ich glaub's wohl nicht. Ihr könnt doch nicht einfach mal nur auf dem Hey, wir haben ein End gefunden. Ich wollte sagen, ihr könnt doch nicht einfach nur zu Fuß gehen. Eowyn und Theoden, das geht ja gar nicht. So, wie sieht's hier unten aus? Kommandoposten, unsere. Wie jetzt? Das war's wohl. Da haben wir noch zwei Ents. Die schicken wir auch mal gleich mit vor. Kommandoposten ist unsere. Heilung. Lasst uns Orks jagen. Macht euch kampfbereit. Wir kommen zu spät. Sie haben das Gebiet bereits. Ja, ich weiß ja noch nicht mal, wo jetzt hier. Das ist eine Höhle mit Haufen Gold, aber. Uns weiß ich gerade nicht. Da ist noch ein Sägewerk. Oh, hier ist noch ein Kommandoposten. Die müssen wir bloß langsam mal. Also ein Vorposten. Ist es. Kein Kommandoposten, aber wir müssen jetzt mal hier so langsam was aufbauen. Unsere Rohan-typische Konstellation. Ja, Enz, ihr könnt ja mal bitte. Männer Rohans! Zack. Zack. Und zack. Also unser allüblicher Vorposten, an dem jetzt mal die Rohirrim auch rasten. Ja, wo hat er denn sein Lager aufgeschlagen? Der hat doch hier unten sein Lager aufgeschlagen. Was ist denn das? Habt ihr die Orks jetzt mitgenommen? Gute Frage. Da ist noch eine kleine Ork-Armee. Ja, der End soll mal. Oh, der End kann gerade nicht. Der End hat, glaube ich, gerade ein ziemliches Problem. Ach, da haben wir auch noch einen Vorposten. Nehmen wir auch gleich mit. Können wir mal ein paar Elben rufen. Und mal den Orks sagen: Ey, passt mal auf, geht gar nicht. Dieses Land zurück. Das werden wir auch zurückfordern. Wir kommen zu spät. Sie haben das Gebiet bereits besetzt. Okay, der End. Der Feind. Okay. So, was ist hier unten noch? Zwei Sägewerke. Also wir haben's im Grunde genommen. Die Mission geht ja jetzt echt mal flott. Bereit. Elben bleiben mal hier, dass wir den Vorposten auch hinstellen können. Haltet die Augen offen. Also der Fangornwald ist relativ schnell. Wir werden angegriffen. Abgearbeitet. Im Gegensatz zu. Wir müssen unser Land verteidigen.
all den anderen Sachen, die wir jetzt hier vor der Nase hatten. Ihr geht mal Richtung Höhle. Was ist denn jetzt hier los? Ach, die Ents, die beiden. Ja, holt euch mal Unterstützung. Wir müssen die Wälder schützen. Ich wollte sagen, den holen wir uns auch. Den nehmen wir uns auch. Also wir sind jetzt... Wir sind im Vorteil. Was ist mit der Höhle? Die Heerschau soll beginnen. In der Höhle ist offensichtlich nichts. Gut, weiter geht's. Da kommen doch die ganzen Orks her und die ganzen Uruks. Und da kamen die ganzen Rohirren her. Und haben einfach mal zack, pum, das erledigt. Reitet mal aus, genau. Wir werden unseren Mut beweisen. Wir brauchen alle ein Schwert. Menschen der Rittermark. Wir haben jetzt natürlich mehr Kommandospunkte ausgegeben, als dass wir überhaupt zur Verfügung haben. Aber das ist okay. Das kommt jetzt durch die Ents, die wir alle bekommen haben. Unsere Armee ist jetzt ein bisschen verteilt, glaube ich. Naja, ein paar Ents. Hier stehen auch noch Rohirrim. Wir haben jetzt weniger Rohirrim. Das finde ich jetzt nicht so dolle. Aber wir haben halt die ganzen Helden. Ne? Und wir haben es. Ohne Gnade, zack, zack, ist der Fango im Wald wieder unserer. Im Grunde wie im Film, wir sind einfach den Orks hinterhergerannt. Nein, wie im Buch, so rum. Im Buch kam noch die Action im Wald für die Orks. Sehr schön, Fangornwald ist damit erobert. Okidoki. Dann kommt jetzt die nächste Runde des Ganzen. Eine riesige Armee hat Minas Morgul verlassen. Osgiliath ist nun die letzte Bastion zwischen Mordor und Minas Tirith. Und das wird jetzt schon mal sehr interessant. Wir widmen uns sozusagen einem, während ich jetzt hier speichere natürlich, einem weiteren Kapitel aus dem Herr der Ringe. Die Armee Gondors gegen die Mordor-Armee mit 360 Orks. Da müssen wir, glaube ich, ordentlich was upgraden. Osgiliath war einst das Juwel Gondors. Heute liegt die Stadt in Trümmern und ist Schauplatz des Krieges zwischen Gut und Böse. Im Grunde genommen der Grenzverlauf des Ganzen. Dort, wo sich alles... Tja, auch so ein Stück weit entscheidet. Fürs Erste entscheidet. Und hier sieht man erstmal die Masse der Orks, von denen wir sprachen. Die dunklen Horden Mordors werden täglich stärker. Sie belagern Osgiliath. Die Soldaten Gondors kämpfen verzweifelt, um den Feind aufzuhalten. Aber die Wachen an den Brücken werden stündlich weniger. Verstärkt die Stellungen an den Brücken. Überquert dann den Fluss und treibt den Feind zurück. Und genau das wird jetzt unser wesentliches Problem. Wir haben jetzt hier eine riesen Auswahl an Sachen, die uns allen was bringt, aber wir müssen jetzt zusehen. So, wie sieht's an dem... Ja, das fängt ja gut an. Mal nach vorne mit euch. Wir müssen die Türme besetzen. Und das dringend. Was haben wir noch? Sicher die Brücken, zerstöre alle Gebäude. Rufe Faramirs Armee. Ändere die Formation eines Infanteriebataillons. Ja, ihre Formation ist geändert. Das war jetzt eher das Kleinste. Wir haben noch eine Sonderfähigkeit frei. Rohan Alliierte. Können wir die überhaupt rufen? Wird noch nachgeladen, also dürfte gehen. So, jetzt muss man erstmal sehen. Wir brauchen ein Gehöft wenigstens. Wir haben hier... Okay, Bogenschießstand und dergleichen... Ja, Werkstatt hätten wir, Steinbruch hätten wir, Marktplatz. Das Gehöft bringt uns jetzt aktuell noch nichts. Können wir nicht machen. Wir können die Schmiede hinstellen. Und wir brauchen einige Bogenschützen. Der Feind ist nicht fern. Ja, ihr braucht mehr Steine, aber vor allem brauchen wir mehr Zeit. Ich wollte gerade sagen, bitte. Da ist noch ein Kommandopost. Der Feind kontrolliert die südliche Brücke. Der Feind kontrolliert die nördliche Brücke. Warum rennen die Waldläufer weg?
Bleibt zusammen. Wir können doch hier uns noch was aufbauen. Pfeile los! Okay, die Waldläufer rennen einfach hin und her. Es bringt nichts. Der Feind! Macht euch bereit! Vorwärts, Männer! So schnell ist die Brücke eingenommen, ne? Der Feind kontrolliert die nördliche Brücke. Ach na toll, auch das noch. Nördliche Brücke ist auch noch weg. Dann seht mal zu, dass ihr wenigstens die mittlere Brücke haltet. Bogenschützen bereit zum Gefecht. Die andere Brücke müssen wir uns jetzt irgendwie wieder erarbeiten. Vorwärts. Auf die Schnelle. Aber jetzt haben wir natürlich die Waldläufer einfach weg. Die nördliche Brücke. Ja, das wissen wir ja schon, dass die kontrolliert wird. Vernichtung! Vernichtet sie alle! Wir müssen ja irgendwie die Brücken wieder kontrollieren. Sind die Türme besetzt? Ein Turm ist besetzt. Jetzt auch der zweite. Ja, Bogenschützen sollen mal nach oben. Seht mal irgendwie zu, ist hier noch irgendwo ein Gehöft, was wir wenigstens aufbauen können. Dass wir eine Chance kriegen. Wir brauchen mal kleine Türme, dass wir zumindest hier erst mal eine Chance kriegen, uns halten zu können. Die Stallungen wären taktisch gar nicht so unklug, aber wir brauchen eigentlich noch die Slots dafür. Ja, das wissen wir ja schon. Wir versuchen uns ja auch wieder hier so langsam ranzutasten. Mittlere Brücke ist besetzt. Das weiß ich, dass die besetzt ist. Wie sieht's hier aus? Der Bogenschützentrupp ist da, aber... Ja, Ork-Bogenschützen sind halt schneller als ein paar gondorianische Bogenschützen. Das bringt eben nichts. Gondorianische Bogenschützen sind halt sehr langsam. Dafür haben sie halt Waldläufer zur Verfügung. Elben können wir noch nicht rohieren. Können wir noch nicht. Macht euch mal in den Turm. Ja, nördliche Brücke ist überhaupt nicht sicher. Seht mal zu, dass ihr loskommt. Da kommen noch mehr Orks. Südliche Brücke wird jetzt zum Problem noch. Ist noch eine potenzielle Problemzone. Da sind noch ein paar Orks, die jetzt den Turm angreifen. Seht mal zu, dass ihr die wegkriegt. Okay, die Bogenschützen sind da. Da kommt ein Katapult. Verdammt. Wir heilen mal die Turmwachen. Ach, so läuft das. Ich verstehe. Die Katapulte werfen irgendwas. Deswegen die Turmwachen rennen. Beziehungsweise auch vorhin die Waldläufer gerannt sind. Okay, ist weg. Ist weg, ist in Ordnung. Vorrücken. Dass ihr die Brücke wieder einnehmen könnt. Hatten wir hier Türme? Die südliche Brücke hatte wohl keine Türme. Ei, das ist ein Problem. Und wir haben keine Katapulte mehr. Eieieiei. Ich sehe schon, das wird lustig. Bitte mal rein mit euch. Bogenschießstand ist verbessert. Feuerpfeile, wir brauchen Waldläufer. Wir haben keine Türme hier auf der Brücke. Nur von der anderen Seite. Eieiei. Ja, das müssen wir jetzt tatsächlich sehen, wie wir es lösen. Wir haben ja noch diesen Kommandostand hier. Den könnten wir uns zumindest aufbauen. Wir brauchen mal einfache Soldaten. Dass wir zumindest eine Chance kriegen. Ja, Waldläufer machen das irgendwie. Das hier unten gefällt mir halt eben noch nicht. Ich wollte gerade sagen, würdet ihr mal auf das Katapult rübergehen? Und das mal auseinandernehmen? Oh Gott, da steht da noch ein Troll und alles. Also, geht weg, geht weg. Nein! Ihr habt den Troll angelockt. Und den ganzen Rest genauso. Oh, der Troll rennt zu den Bogenschützen. Das finde ich noch schlimmer. Das kann jetzt tatsächlich ein Problem werden.